Hallo. Hallo. Ich bin's, euer Alex aus der Kantine Gold. Schön, dass ihr wieder angeklickt habt. Ihr habt Weihnachtsstress, ihr wisst nicht, was ihr zu essen machen sollt. Ich zeige euch mal ein Kartoffelgratin, was die Eltern und die Kinder auch lieben. Und das kann man 2 Tage benutzen. Oder vielleicht sogar 3. Mit verschiedenen Zutaten könnt ihr echt was raushauen. Okay, wir brauchen fürs Kartoffelgratin Kartoffelchen, Muskat, Salz, Pfeffer, bisschen Parmesan hier, aber zum späteren Zeitpunkt, ein bisschen Knoblauch und Sahne. Mein Tipp ist natürlich, wenn man die Kartoffeln schält, direkt die Kinder mit einbinden, sagen immer, Julius, hast du Bock zu schälen? Der kommt und zack, zack, zack. Wenn die natürlich nicht so akkurat sind, scheißegal, kann man nachpolieren. So, und so sieht wirklich eine sehr schöne geschälte Kartoffel aus von einem Spitzenkoch. Hallo, ihr Pappnasen. Also die 30 Millionen Kartoffeln sind jetzt geschält. Die müssen auch geschnitten werden. Ein kleiner Trick von mir. Man schneidet hier einfach so ein Stückchen ab. Man hat eine schöne breite Fläche, die man dann aufs Brett stellen kann. Und dann kann man schön gleichmäßig die Scheiben schneiden. Ja, die Kartoffeln sind jetzt geschält und in Scheiben geschnitten. Die kommen jetzt hier in das Gefäß rein. Ich mach das mal so. Bei euch zu Hause wird es wahrscheinlich eine Kokotte sein oder eine Auflaufform, je nachdem. Und übrigens, Kartoffelgratin, die Kartoffeln werden nicht vorgekocht. Es wird auch keine Milch aufgekocht. Man nimmt einfach nur Sahne, Salz, Muskat, bisschen Pfeffer und gehackten Knoblauch. Aber bei Salz, wie gesagt, wollte ich eigentlich gleich noch was sagen bezüglich Salzgehalt und wie man am besten mit ein bisschen weniger Salz würzt. So, hier wird das dann alles schön gemischt mit dem Schneebesen. So, damit man sich dann besser überzeugen kann, wie der Speck, nimmt man einfach hier den kleinen Äumel einmal rein und probieren. So. Und wenn man der Meinung ist, da ist nicht genug Salz dran oder zu wenig Knoblauch, egal was, halt eben nochmal nachwürzen. Und es kann ruhig ein bisschen salziger schmecken, ausnahmsweise, weil die Kartoffeln unheimlich viel Salz aufsaugen. Ja, die Sahne wird jetzt quasi über die Kartoffeln gegossen. Das ist total schwierig, da muss man wirklich aufpassen. Ne? 150 Grad, eine Dreiviertelstunde und dann müsste das eigentlich gut sein. Das Kartoffelgratin dauert jetzt eine Dreiviertelstunde, aber ich habe jetzt noch einen kleinen Tipp für euch bezüglich, dass man weniger Salz benutzt. Generell kann man das ein bisschen mit Kräutern ausgleichen. Die Kräuter kann man natürlich irgendwo kaufen, bei Aldi oder bei Edeka. Und man sollte auch bei den kleinen Kindern anfangen, dass man sagt, okay, man nimmt weniger Salz. Wenn irgendwann mal der Blutdruck steigt und ihr einen Herzinfarkt bekommt oder eure Kinder, können die nie wieder anklicken, können nie wieder den Alex sehen. Und deshalb sage ich euch, nehmt doch einfach ein paar Kräuter, kauft ihr euch. Hackt die ein bisschen klein, haut die unter das Gratin drunter, nimmt ein bisschen weniger Salz. Salz ersetzt natürlich nicht Salzgeschmack, aber Kräuter überwiegen dann den Geschmack und man hat ein anderes Feeling beim Essen. So, nochmal für euch zum Mitschreiben aus der Kantine Gold. Weniger Salz nehmen, mehr Kräuter ist gesünder. Capito? Oh, ich glaube, das Kartoffelgratin ist fertig. Eine Dreiviertelstunde ist vorbei. Ich habe, glaube ich, zu viel gelabert, oder? Ich guck mal. Ah. Ja, das Kartoffelgratin ist jetzt fertig. Es ist echt total geil geworden. Ich glaube, es ist das beste Kartoffelgratin, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und das stelle ich jetzt einfach in den Kühlschrank. Ich mache das dann im Weihnachtsstress morgen oder übermorgen warm in der Mikrowelle oder in der Pfanne, was auch immer. Aber wenn ihr zum Beispiel keine Ahnung habt, was ihr mit euren Kindern machen wollt, die euch ein bisschen auf die Nerven gehen, dann klickt doch einfach mal zum Beispiel, schau jetzt genau hin, hier hin. Oder du klickst dahin. Oder du klickst einfach wieder zu mir. Zu Kantine Gold. Ja, und da könnt ihr echt gute Sachen lernen, zum Beispiel heute mit dem Kartoffelgratin. Aber jetzt muss ich leider aufhören, ich muss jetzt nach Hause. Meine Kinder haben Kohldampf und die essen wahrscheinlich heute Abend noch das Kartoffelgratin, was ich hier gezaubert habe. Deshalb putze ich jetzt ein bisschen hier oder gehe direkt nach Hause, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.